Netzer, nicht ganz sicher. Und frei. Für die britische Mannschaft, für die Engländer. Colin Bell, Meyer, ab. Grabowski, Netzer und Müller. Zum ersten Mal am Ball. Meyer, sich. Held kommt mit und Meyer. Und wieder Seppen. Hoeneß, sehr schön gemacht. First gegen Höttges erzielt im Endspiel 66. Weit aufgerückt. Und Rasenes. Grabowski gegen Hughes. Könnte schießen. Grabowski. Und hier die Wiederholung. Grabowski, der Schuss, sehr gefährlich. Banks. Oh. Der seinen Mann hält. Das ist gefährlich. Und das ist im Boden, sind genau das, was man... Sieht man das wie Beckenbauer und Meyer hatte Sorgen, aber der Ball und es gibt die dritte. Der Meyer mit Faustball und... Spielt ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr, also sieht jetzt da drei... Aber Netzer sollte es auch nicht so. Müller kommt mit. Breitner gegen Moore. Mal nicht gelungen. Aber Müller läuft in Stellung. Hat den Ball. Und da hat... Wie viel Glück dabei war. Hoeneß. Und Tor. Zu Hoeneß und zwischen den beiden Engländern durch. Und Gott durch Uli Hoeneß. Minuten Spielzeit, genauer gesagt, in der 6. Und erwischt. Und an das Endspiel der Weltmeisterschaft als Hörst-Sieger gegen Höttges. Lee und Mike. Fünf Hörst. Gefährlich angeschnittener Ball, aber Meyer reagiert. Unmöglichkeit, aber wieder Meyer. Müller, Hoeneß, Wimmer. Deutsche Mannschaft spielt ganz hervorragend. Hier Herbert Wimmer. Deckung. Alan Schivers. Hochachtung von Günter Netzer. Francis Lee, gefährlich. Fast erscheint. Sah gefährlicher aus, als es war. Gut 2 Meter. Beckenbauer, wunderbar. Grabowski. 3-mal Torschütze gegen Deutschland, aber Meyer zur Ecke. 9. Ecke für England. Glückner stehen hin. Und sie gehält. Und der Ball ist im Out. Francis Lee, hier ist Breitner. Da hat er ihn. Richtig. Und diese Aufsetzer sind ab. Lee.
gegen Breitner, kommt nicht vorbei. Der Jules. Und hier ist der dreifache Torschütze des. Gegen Wimmer, ein. Francis Lee. Und hört wieder Francis Lee. Und die Bälle prasseln in Richtung Deutschland. Und Beck. Leider war Gerd Müller abseits, aber der Schiedsrichter hat das nicht bemerkt. Gefährlich, Beckenbauer ist da. Und dann Hughes und Beckenbauer und dann Breit. Colin Bell. Meyer brennt jetzt im deutschen Strafraum. Ersten Tor in der 26. Spielminute. Sir Alf Ramsey, die Angriffe noch verstärken will. Alan Ball. Colin Bell. Und hier sehen wir Colin Bell von Manchester City. Und zum 4:2. Er hat das Feld verlassen. Auch gegen Marchdeutsch. Meyer eben noch dran. Und Wimmer. Marsch, Hughes. Und auf der. Ja, das Glück für Sepp Meyer. Breitner. Großes Glück, aber. Sagen Sie es Lee. Zögert nur, kommen die an. Das ist jetzt der Mann, der die Tore gegen vier Engländer. Letzter Beckenbauer. Von Gerd Müller. Hughes aber. Emily Hughes. Und war da. Und hat wohl. Müller ist frei, wann kommt der Pass? Da ist er. Und für die Chance für Gerd Müller bei diesem Peters. Und Ui! Hughes. Zu Stürmern kann man nicht gerade Schussstärke bescheinigen. Oder auf eigene Faust. Smith. Colin Bell und Sepp Meyer und Tor vor Schwarzenbeck. Meyer kann den Ball und freie Bahn für die restlichen 12,5 Minuten. Und hier nochmal von einer anderen Kamera. Francis Lee, 1:2. Noch eine taktische Anweisung zu geben. Und Eckfallen. Und der von Wimmer an Alan Ball. Siggi hält alleine gegen drei Engländer. Und man sieht deutlich, dass er die Beine wegzieht, den linken Pflicht. Und Tor! Nicht vorher bewegt, noch an den Ball, aber über die Hände hinweg rutscht der nasse Ball. Zum Vorstoß von Siggi hält, hat diese Chance eingebracht. Colin Bell. Und Wiederholung. Wieder Schiffer, sehr gefühlvoll. Und da faustet Meyer glänzend. Francis Lee, der Schütze des 1:1. Müller. Und Tor! Und schießen ist ein. Und Banks getäuscht. Und Müller, da hat Gerd Müller das 3:1 geschossen. Und noch etwa eine Minute zu spielen. Für die deutsche Mannschaft, eine Weltelf, hat Gerd Müller damit gleich für Deutschland im 14. Spiel.